Jazz für Dummies. Das klingt ganz schön provokant, aber du kennst mit Sicherheit diese Buchreihe für Dummies. Und ich dachte mir, ich nehme mal so ein kleines Tutorial auf für diejenigen, die noch nie viel Jazz gespielt haben, wie du ganz leicht ohne große Vorkenntnisse 3, 4, 5 Stunden Barpiano spielen könntest, ohne dass es langweilig wird und ohne dass die Leute merken würden, dass du gar kein Jazzpianist bist. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt gleich. Hey Marcel hier von Modern Music, willkommen zu einem weiteren Video. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. So, wie soll das Ganze nun funktionieren, fragst du dich? Und zwar zeige ich dir das Ganze jetzt mal anhand der sogenannten Quintfallsequenz. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern einfach mal mit der linken Hand starten. Und die spielt einen F-Major-7-Akkord, kleiner Finger F, dritter Finger A, zweiter Finger C und dein Daumen hier das E, die Major-7. Und du hörst. Ja, allein dieser Akkord klingt schon sehr, sehr jazzig. Und jetzt tue ich nichts weiter als meine oberen beiden Finger einfach zwei weiße Tasten nach links zu verschieben. Dann klingt der nächste Akkord folgendermaßen. Ja, wenn ich den Basston mal mitspiele, ja, klingt das etwas definierter. Das ist also ein H-Moll 7b5 Akkord. Ja. Danach die unteren beiden Tasten, die ich drücke, verschiebe ich auch jeweils zwei weiße Tasten nach links. Ja, komme zu meinem nächsten Akkord, ein E-Moll 7. Dann wieder die oberen beiden Finger nach links zwei Tasten. Ja. Basston mitspiel, ein A-Moll 7, dann die unteren beiden wieder nach links zu einem D-Moll 7, dann die oberen beiden ranziehen, ja, komme ich zu einem G7, ja, G7-Akkord und dann noch ein letztes Mal die unteren beiden, dann lande ich auf meinem C-Major-7-Akkord. Ja. Das machen wir einfach nochmal zusammen. Wir halten diese Akkorde jeweils zwei Schläge aus, zusammen 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, diese Akkordfolge, die muss wirklich laufen. Die musst du spielen können, ohne darüber nachzudenken, denn wir wollen ja später noch ein bisschen improvisieren. Wie das funktioniert, zeige ich dir dann. Aber, und wenn du eine Woche, zwei dafür brauchst, ja, bist das wirklich total flüssig, ja, ohne drüber nachzudenken, läuft. Du hörst, das klingt echt total jazzig. Das ist mein erster Step. Wir kommen zum zweiten Step. Das Einfachste, was ich jetzt tun kann, ist, meine rechte Hand mit dazu zu nehmen, die ebenfalls diese Akkorde spielt. Ja? Also auch in der rechten Hand F, A, C, E, F Major Akkord. Und dann muss ich auch die oberen beiden wieder nach links rücken. Alles unisono, sagt man, synchron gespielt, ja? Dann die unteren beiden, die oberen beiden, die unteren beiden, die oberen beiden und komme ich in meiner Endposition raus, ja? Und um das jetzt so ein bisschen swingig, groovy klingen zu lassen, tust jetzt Folgendes, du spielst rechts einfach so ein paar willkürliche Rhythmen, ja? Also links halte ich immer und rechts habe ich jetzt in dem Fall immer zweimal gespielt. Oder? Also da gibt es Hunderte, wenn nicht sogar tausende Rhythmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, Marcel, wie kommt man denn überhaupt auf solche Rhythmen? Ja? Also bei mir war es so, ich habe immer viel Jazz gehört. Also als Tipp für dich, hör mal Jazz, Funk, Blues, ja, alles so groovy Sachen. Und ja, hör dich da einfach mal ein und irgendwann wirst du merken, aha, das habe ich schon mal gehört. Und dann versuchst du, den Groove nachzuspielen, okay? Jetzt haben wir also Akkorde rhythmisch gespielt. Jetzt nehmen wir den nächsten Step dazu und jetzt tun wir nichts weiter als links weiter die Akkorde zu spielen und rechts kannst du meinetwegen sogar mit einem Finger willkürlich weiße Tasten spielen und damit improvisieren. Könnte folgendermaßen klingen, hör mal. Das war jetzt vielleicht nicht großartig dynamisch gespielt, ja? Also Unterschiede in den Lautstärken, um das so ein bisschen lebendiger klingen zu lassen. Aber
Du hast gesehen. Also du siehst, das klingt wirklich ganz cool. Jetzt fragst du dich wieder, gibt es ein Konzept dahinter? Ich mach's oft so, dass ich ein paar Tasten zwischenfrei lasse, wenn ich improvisiere. Ja? Ich spiele jetzt nicht einfach immer die C-Dur-Tonleiter hoch. Ja, das könnte ein bisschen langweilig und nicht so cool klingen. Also eher offene, weite Töne oder auch mal Sprünge spielen. Also richtig cool, probier das einfach mal aus. Wenn du jetzt sagst, das klingt echt mega gut und du willst da mehr lernen, mehr können, oder du sagst, es ist dir vielleicht sogar eine Nummer zu krass und wir müssen Step runtergehen, dann könnte ich dir anbieten, dass wir beide, du und ich, zusammenarbeiten im 1:1 Live-Piano-Coaching. Da schalten wir uns einfach einmal die Woche zusammen, du kriegst deinen Unterricht per Videokonferenz und wenn du Bock drauf hast, klick doch mal unten in die Videobeschreibung, dort klickst du auf den Link, füllst das Formular aus und ich rufe dich dann oder jemand aus meinem Team einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch zurück. Und wir schauen dann mal, wie wir und ob wir zusammenkommen, ja, und wie ich dich da weiterbringen kann. Ich würde mich freuen. Als letzten Step könnten wir reingehen und sagen, wir improvisieren jetzt nicht nur mit einem Finger, sondern wir nehmen schon alle Finger dazu. Also wie könnte das Ganze zum Beispiel klingen? Ich könnte hier mit so einem Slide Down anfangen. Jetzt könnte ich den nächsten Akkord einfach als Arpeggio nochmal hochspielen, gehe dann auf mein D-Moll und spiele den Akkord dann zurück. Ja? Wichtig ist natürlich auch nochmal, im Jazz denken sehr viele, dass man möglichst viele schnelle Töne hintereinander spielt, damit das irgendwie imposant klingt. Ich sage immer, dem ist nicht der Fall. Mach's dir doch einfach. Du kannst auch gerne wenige Töne spielen und Tonwiederholungen zum Beispiel einbauen. Schau mal hier. Ja, also auch das ist möglich und vielleicht kannst du dir wirklich vorstellen, wie du damit ein paar Stunden in einer coolen Jazzbar füllen könntest, ohne groß Vorkenntnisse der Jazz-Improvisation zu haben. Wenn du Bock auf weitere kleine Tutorials hast, schau dir doch mal gerne meine Playlist an. Wenn dich das Video weitergebracht hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo hier und ich würde mich freuen, dich immer mal wieder auf meinem Kanal zu sehen. Ich sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.